Hallo, wir sind mitten in den Reisevorbereitungen. Das heißt, Wohnwagen putzen, Betten beziehen, alles einräumen. So, fast geschafft. So, dann machen wir auch mal die Gardinen zu. Ist jetzt alles schön frisch und sauber. Jetzt brauchen wir nur noch die Lebensmittel einräumen. Ja, die Klamotten. Kann es bald losgehen, dauert nicht mehr lange. Also, freut euch auf uns. Bye. Hallo, ich bin's nochmal. Ich möchte euch mal zeigen, wie wir unsere Reisen planen. Beispiel gucken wir uns erstmal grob die Strecke an. Wir kommen aus. Moment, das ist die falsche Karte. Wir kommen aus Deutschland und wollen über Graz, Maribor, Zagreb runter Richtung Zadar, Split. Weiter Dubrovnik. Von Dubrovnik geht es weiter nach Montenegro. So, von Montenegro aus geht es dann weiter nach Albanien. Hier unten bis kurz vor der griechischen Grenze. Da überlegen wir uns nach 4 Wochen, ob wir uns nach dieser Tour erholen müssen und hier nach Griechenland reinfahren. Hier unten, wie heißt das da, Peloponnes, da gibt es ganz tolle Campingplätze und uns vielleicht einfach nur erholen und dann von da aus mit der Fähre zurück nach Venedig. Oder wir fahren, das ist eigentlich geplant, von Durres aus mit der Fähre rüber nach Bari. Dann gucken wir uns hier unten etwas um, fahren weiter nach Neapel, Rom und da über den Gardasee wieder zurück. Österreich und nach Hause. Einzelnen Strecken haben wir mit Google Maps gemacht und die Campingplätze ausschließlich über Achsen. Fast alle Plätze sind über Achsen. Dann haben wir uns vorbereitet Albanien mit Literatur. Ich benutze gerne sämtliches Kartenmaterial unterwegs. Ich habe immer gerne die Karte vor mir im Auto und muss sehen, wo es lang geht. Zum Beispiel haben wir hier eine Kroatien, Toskana, Italien. Erstmal. Dann haben wir uns mehrere Prospekte besorgt. Auf der Camping und Touristik in Essen über Dubrovnik mit Stadtplan, Dalmatien und wo wir uns dieses Jahr besonders drauf freuen, ist der Nationalpark Plitvicer Seen. Da werden wir auf jeden Fall einen Stopp machen und 2-3 Nächte dort verweilen. Und ganz besonders freuen wir uns in diesem Jahr auf die Riviera von Makassar. Da wollen wir unter anderem ein paar Tage in Omisch bleiben und wahrscheinlich in Saus Trog oder wie das Hai ausgesprochen wird. Dann haben wir immer noch so
von Marco Polo, verschiedene Bücher, Istrien, da brauchen wir dies ja eigentlich nicht. Toskana ist wichtig, da waren wir auch noch nicht. Gardasee waren wir schon mal, aber den werde ich auf jeden Fall mitnehmen, um diverse Ausflüge zu planen. Ja, und hier nochmal die kroatische Küste. Ja, so bereiten wir uns vor. Tschüss.